Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Ideas Aktiencheck der Société Générale. Es begrüßt Sie René Berthheit. Dieses Video ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und natürlich spiegelt dieses Video auch nur meine wieder und nicht die der Société Générale. Und heute, ja, das ist Montag, der 25. März 2024. Wir haben es jetzt 10.15 Uhr und Sie sehen es schon, wir wollen einen Blick auf die deutsche Bankaktie werfen. Insgesamt der Finanzsektor ja in den letzten, muss man sagen, Monaten, auch teilweise Jahren, ein bisschen durch die Decke gekommen und durch die Decke gestartet nach wirklich einer sauren Gurkenzeit, kann man nicht anders formulieren. Wen wundert es, wir hatten jahrelang eine Nullzinspolitik, teilweise ja auch eine Negativzinspolitik und das ist natürlich für Banken, deren Geschäftsmodell sich ja rund um das Thema Zinsen dreht, eine Katastrophe. Das hat auch die Deutsche Bank zu spüren bekommen, wenn wir uns den Chart mal rauszoomend anschauen. Da muss man sagen, hier ist eben seit 2007, seit der Finanzkrise, ja ganz, ganz viel zu Bruch gegangen. Die Aktie damals bei 85 Euro, fast 100 Euro erreicht und im Tief, das war dann hier im zum Zeitpunkt der Ukraine-Krise, beziehungsweise nicht Ukraine-Krise, sondern natürlich Corona im April 2020, im März 2020, da waren wir im Tief bei unter 5 Euro, also wirklich eine absolute Katastrophe. Wenn man überlegt, dass wir hier von einem DAX-Titel sprechen, der dann wirklich in der Spitze, wir können es auch mal messen, in Summe, doch wirklich viel, viel Kapital verloren hat, an dieser Stelle 95%, das ist sicherlich ein Horror. Aber man sieht es hier auch schon im längerfristigen Chartbild, die Aktie ist zuletzt wieder ein bisschen zurückgekommen, wir haben ja uns nach oben ein wenig erholen können und wir sind natürlich jetzt tendenziell bullisch unterwegs, haben aber in diesem Preisbereich auch, naja, ich sag mal, eine Herausforderung vor der Nase, der wir uns momentan stellen müssen. Man sieht es hier schon, das ist der Widerstandsbereich bei 14,50 Euro bis 15 Euro, dem dann auch nochmal so ein bisschen die Preiszone, wir können da auch mal einen Widerstand reinlegen, hier um diese 17,60 Euro herum folgt und wir machen uns momentan genau in Richtung dieser Widerstandszone auf. Zuletzt, ich zoome jetzt mal rein, damit wir ein bisschen das Originalbild haben, zuletzt gab es hier im Februar 22 ausgehend von ca. 14,75 Euro eine relativ scharfe Korrektur. Das ist natürlich nochmal so ein kleiner Achtungsbereich. Man kann ja nichts anderes oder muss festhalten, dass hier in dem Bereich doch damals massiv verkauft wurde. Das ist sicherlich etwas, wo man auch aktuell hinschauen will und hinschauen wird. Aber wir haben auf der Unterseite, und das ist vielleicht der Vorteil, eine relativ gute Ausgangsbasis, denn wir sind hier in einem Aufwärtstrend unterwegs, haben in diesem Aufwärtstrend ja auch jüngst eine Konsolidierung überstanden, konnten nach oben raustriggern und laufen hier relativ geradlinig in Richtung der bisherigen Widerstände bzw. der aktuellen Hochs. Letzte Woche neues Hoch erreicht, diese Woche schon mit dem heutigen Montag nachgelegt. Also das ist wirklich eine kurzfristig, mittelfristig bullische Ausgangsbasis mit einem gewissen Stopp, der leider, das muss man dazu sagen, etwas weiter weg liegt, denn die Aktie ist ja hier jetzt auch gerade in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen recht gut gelaufen. Eine gewisse Volatilität würde ich mit einplanen, das zeigt sich hier auch im Kursgeschehen, aber fassen wir zusammen, der Aufwärtstrend ist intakt, kurzfristig und mittelfristig. Ja, wir haben ein paar Widerstände vor der Nase, zum Beispiel der Bereich 14,60 Euro bzw. dann 17,60 Euro. Die Widerstände werden und sind für mich jetzt momentane Zielzonen. Dort könnte es konsolidieren, zur Sache gehen. Letztendlich aber bedarf es eben auch einer Topbildung, einer vollständigen Topbildung, um den aktuellen Trend zu kippen. Und da würde ich mich gerne auf zwei Aspekte forcieren und fokussieren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Situation, dass wir für eine große Topbildung auch wirklich große, beziehungsweise für eine große Trendwende, für einen großen Abwärtstrend auch große Top-Bildungen brauchen. Das ist momentan nicht zu sehen. Dann müsste zum jetzigen Zeitpunkt der Kurs sogar, ich nehme mal den grauen Pfeil, sogar unter diese 11,56 Euro fallen, damit das hier mittelfristig bärisch ist. Dann kann es nochmal eine Erholung geben, aber das Risiko dann zum Beispiel auch wieder in Richtung 10 Euro nachzugeben, würde dann zumindest steigen. Auf der anderen Seite ist der Bereich, falls wir so scharf und stark korrigieren, um 11,50 Euro, 11 Euro herum, auch eine Zone nochmal mittelfristig sich zu positionieren und vielleicht eine zweite große Kaufwelle zu erwarten. Also wichtiger Dreh- und Angelpunkt in meinen Augen auf mittelfristiger Ebene, der Bereich um 11,56 Euro. Auf der kurzfristigeren Ebene kann man die letzte kleine Konsolidierung so ein bisschen im Fokus haben. Hier sind wir im Bereich von ja, 13,75 Euro bis 13,40 Euro unterwegs. Da haben wir zuletzt ein bisschen Volumen angehäuft, ein bisschen Volumen angesammelt. Auch hier können
könnte ich den Pfeil ansetzen. Kurzfristig wäre das die Basis, um hier nach oben durchzustarten und dann die Ziele auf der Long-Seite abzuarbeiten. Und wie gesagt, um 14,60 Euro, 15 Euro könnte eine gewisse Konsolidierung einsetzen, eine gewisse Korrektur. Aber letztlich, solange diese, ich sag mal, kurzfristigen und vor allen Dingen mittelfristig bullischen Marken nicht unterschritten werden, haben wir dann eben auch die Chance, hier weiter nach oben durchzustarten und letztendlich dann auch in den nächsten Wochen nochmal neue Hochs zu erreichen. Kurz zusammengefasst, für mich die Deutsche Bank Aktie ganz persönlich, und das ist natürlich auch wichtig zu verstehen, es ist meine Meinung, bullisch unterwegs. Sie ist im, ich sag mal, vor allen Dingen kurzfristigen Rahmen nicht mehr unbedingt günstig, bedingt durch die Widerstände, durch den gut gelaufenen Aufwärtstrend. Eine gewisse Konsolidierung, Korrektur kann man damit einplanen, Rücksetzer ebenfalls. Für mich der wirklich erste Achtungsbereich um 13,30 Euro herum, alles darüber tendenziell bullisch mit der Möglichkeit, das Ganze weiter fortzusetzen. Mittelfristig sogar noch mehr Spielraum für eine kritische Entwicklung. Da müssten die Kurse in meinen Augen unter 11,50 Euro zurückfallen. Ja, soweit erst einmal dazu, soweit erst einmal zu den technischen Rahmenbedingungen. Man könnte die Aktie natürlich auch handeln, Long und Short. Ich habe Ihnen, weil Sie ja auch auf beide Seiten selbst Ihre Entscheidung fällen müssen, habe ich Ihnen für beide Seiten auch einen Knockout mitgebracht. Hier auf der Long-Seite die SW7MTL ist ein Long-Knockout mit einem Open-End und wir haben hier einen Basispreis und eine K.O.-Schwelle bei 12,839 Euro. Und jetzt aktualisiert er genau zu dem Moment noch kurz mal die Kurse. Und auf der Short-Seite haben wir aber auch einen mitgebracht, und zwar hier die SH5B49. Ebenfalls, man sieht es schon, ein Open-End-Knockout. Und wir haben hier eine K.O.-Schwelle und einen Basispreis von 15,441. Der Hebel liegt bei 10,86. Und auf der Long-Seite können wir uns den Hebel auch kurz nochmal anschauen. Der liegt hier im Bereich von 9,96. Also beide um die 10. Soweit erst einmal zur Societe General, sondern zur Deutschen Bank Aktie. Ich drücke natürlich bei Ihrer Entscheidung die Daumen. Das war es jetzt aber erst einmal zu dieser Analyse. Ja, wo wir gerade beim Thema Handel sind, beim Thema aktiven Handel. Ich habe Ihnen ja zwei Knockout-Optionsscheine vorgestellt, mit denen Sie jetzt auch die Deutsche Bank Aktie handeln können. Sind natürlich nur zwei von vielen möglichen. Sie haben natürlich auch eine viel größere Auswahl. Das ist dann auch Ihre Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz, egal welches Produkt Sie am Ende nutzen, das Thema Kosten spielt natürlich gerade für den aktiven Trader immer eine wichtige Rolle. Zur aktuellen Phase oder beziehungsweise jetzt gibt es keine ganz konkrete Aktion der Societe Generale. Aber man kann immer einen Blick auf die Standardpartner werfen. Da gibt es immer durchaus spannende Konditionen, mit denen man die Produkte dann auch handeln kann. Also Standardpartner wie Consorsbank, Trade Republic, Traders Place und so weiter und so fort. Da einfach auch mal einen Blick drauf werfen und dann aber auch genug der, ich sag mal, der Werbung. Wir machen weiter mit der zweiten Aktie. Sie sehen, wir bleiben heute bei den Banken, schauen jetzt gemeinsam auf die Commerzbank-Aktie, die zum Start der neuen Handelswoche ganz gut unterwegs ist. Wir haben ein Plus von 1,04% und die Aktie setzt damit ihre Aufwärtsbewegung der letzten zwei, drei Wochen weiter fort. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Man sieht das hier, glaube ich, schon im Chart. Wir haben hier eine sehr große Konsolidierung über ein Jahr gesehen. Eine gewisse Aufwärtstendenz war schon in der Konsolidierung zu erkennen, aber im Grunde war es doch sehr range-lastig, teilweise auch extrem volatil. Und auch mit Fehlausbrüchen sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Zuletzt aber konnten sich die Käufer eben sehr deutlich durchsetzen. Wir haben dann auch die große Widerstandszone, in meinen Augen beginnt sie so ab ca. 11,30 Euro bis hin zu 12 Euro überwunden. Haben den Ausbruch nach oben auch mit mehreren Tagesschlusskursen bestätigt, sodass eigentlich hier die große Range beendet wäre. Und man könnte jetzt ein Kursziel abtragen, indem man die Range jetzt mehr oder minder nach oben projiziert. Da bin ich aber ein wenig vorsichtig und der Grund dafür ist, wenn wir ein bisschen rauszoomen, wird man das sehen. Zum einen sehen wir hier seit 2020 ebenfalls wie die Deutsche Bank, die wir uns heute ja schon angeschaut haben, ist die Aktie bullisch unterwegs, hat hier einen klaren Aufwärtstrend. Das ist Punkt Nummer eins. Wir haben hier also eine bullische Basis. Der Trend ist aber eben schon gut gelaufen. Das ist so ein kleiner Minuspunkt. Parallel dazu, wir sehen das, in der Aktie war es in den letzten zwei, drei Jahren, vier Jahren keine so gute Idee, die Hochs zu kaufen. Warum? Weil es danach immer wieder auch mal zu sehr deutlichen Rücksetzern gekommen ist. Und der dritte Punkt, der mir so ein bisschen in diesem bullischen Umfeld zu denken gibt, ist, wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, sehen wir, dass wir seit 2013, 2014 eine große Widerstandszone beginnend ab ca. 13 Euro bis hin zu 14,50 Euro vor der Nase haben, die wir jetzt anlaufen. Und das wird sehr, sehr spannend sein.
Ich kann mir auf mittel- und langfristige Sicht durchaus vorstellen, dass wir diese Widerstandszone nach oben überwinden, dass die Aktie hier richtig Druck macht und dass wir da bullisch durchstarten und dementsprechend auch Ziele bei 20 und 30 Euro auf Sicht der, ich weiß es nicht, vielleicht ein, zwei Jahre sehen. Aber auf der kurzfristigen Ebene muss man natürlich gucken, ob der Markt hier auch die Kraft hat, tatsächlich diese Widerstände direkt auszulösen und dann auch nach oben sich durchzusetzen. Oder ob man nicht doch insgesamt erst einmal wieder ein bisschen Luft ablässt, ein bisschen stärker konsolidiert und erst dann nach oben durchstartet. Und das ist jetzt so von der reinen Analyse her meine große Schwierigkeit, meine große Herausforderung in der Aktie. Ja, wir sind bullisch unterwegs und ja, wir haben hier ganz gute Chancen, aber man muss diese Chancen natürlich auch nutzen, man muss sie umsetzen und leider ergibt sich auch hier ein gewisses Maß an Volatilität, die man eigentlich einplanen muss, gerade bei der Commerzbank-Aktie, die jetzt auch in den letzten Jahren extrem volatil unterwegs gewesen ist. Also das sind so ein paar Aspekte, die mir hier zu denken geben. Dieses große Bild im Hinterkopf, zoomen wir mal rein, ich nehme mal die Pfeile wieder raus, zoomen wir mal in den Chart hinein. Dann können wir das ein bisschen weiter eruieren, ein bisschen genauer, detaillierter aufzeichnen. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir gut vorstellen, dass wir neue Hochs erreichen, dass wir hier auch in Richtung 13,50 Euro, 14 Euro laufen und den Bereich ausbrechen. Da würde ich dann aber ganz genau hinschauen, ob der Kurs hier vielleicht doch in eine größere Pullback-Bewegung übergehen möchte, um dann durchzustarten oder ob wir wirklich so stark sind und nach oben uns direkt durchsetzen können. Das ist definitiv nicht unmöglich. Aber es ist natürlich etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss. Schwankungsbreiten für mich, ich habe es eben gerade gesagt, so der erste Preisbereich, den ich als Support nehmen würde, wären 12 Euro bis 11,70 Euro. Der zweite Bereich, der dann auch nochmal sehr wichtig wird, ist knapp oberhalb der 11 Euro Marke. Das sind so für mich die beiden bullischen Marken. Solange wir da oben keine Top-Bildung größerer Natur sehen oder ähnliches, würde ich Konsolidierungen und Korrekturen eher in diesem Bereich einordnen. Und wie gesagt, die Ziele neben den kurzfristigen 13 Euro wären auch die 14,50 Euro und temporär darüber hinaus meine erste Basis. Handelsmöglichkeiten. Jetzt haben wir natürlich auch in der Commerzbank-Aktie mehrere Möglichkeiten. Ich habe Ihnen zwei Knockout-Scheine mitgebracht, also Knockout-Optionsscheine mitgebracht. Sind natürlich nur zwei von vielen möglichen. Auf der Long-Seite zum Beispiel die SW5. FX2 Open End, Sie sehen es schon hier, ist natürlich das ist der Short, Entschuldigung, ein bisschen aufpassen, das ist der Short, also hier die SW5 FX2 Open End als Short-Produkt, Basispreis und K.O. liegen bei 13,839 Euro, Sie sehen der Hebel knapp 10, 9,57 und dann jetzt aber auf der Long-Seite die SU8 9CP, ebenfalls Open End, hier haben wir Basispreis und K.O. bei 11,37,4 Euro und der Hebel liegt hier ebenfalls bei ca. 10. Ja, das war es dann auch von meiner Seite aus zum heutigen Ideas Aktiencheck. Ich wünsche Ihnen natürlich ein gutes Gelingen, auch bei diesen beiden Aktien, aber auch natürlich eine erfolgreiche Woche. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis demnächst.